Heute machen wir ein super Stoffresteprojekt. Handschuhe und auch gleichzeitig Eierwärmer. Das Schnittmuster habe ich euch unten verlinkt. Ich habe es jetzt aber doch einmal gefilmt, wie ich dieses Schnittmuster erstellt habe. Das ist einfach 12 cm mal 10 cm und bei 4,5 cm macht ihr dann noch einen Bogen. Also ca. 4,5 cm per Hand dann einen Bogen nach oben. Aber wie gesagt, unten ist es auch kostenlos, da könnt ihr gerne rechts dieses Dreieck drücken, dann öffnet sich die Infobox. Jetzt schneide ich aus zwei Stoffreststücken zwei aus, dazu gerne die übereinander legen, mit einer Stecknadel fixieren, dann habt ihr zwei gleiche Teile. Doppelt gelegt erspart euch das Zeit und ihr dürft euch dann nicht nur einen Außenstoff ausdrücken zweimal, sondern einen Innenstoff auch noch zweimal ausschneiden. Und dann brauchen wir ein Vlies. Thermoladen ist dafür bestens geeignet. Ich verlinke es euch auch nochmal unten hier in der Infobox. Aber da braucht ihr noch ein ganz kleines Stück. Wir werden es dann einmal pro forma ausschneiden. Das braucht ihr auch nicht genau machen. Und hier einmal abnähen, dass es schön fixiert ist. Von hinten verriegeln. Das mache ich aber innerhalb von der Nahtzugabe. Also die Nahtzugabe ist hier auch schon enthalten. Und das nähe ich ganz knappkantig ab. Später schneiden wir das auch weg. Das ist wirklich nur zum Fixieren. Ihr könntet aber auch Sprühkleber verwenden. Später nähe ich dann auf Mittelstellung, dann ist auch diese Naht verschwunden. Also es muss immer innerhalb von der Nahtzugabe sein. Das macht ihr dann mit beiden Außenteilen. Für den Handschuh bzw. Eierwärmer brauchen wir auch ein ganz kleines Stück nur von diesem Paspelband. Viele haben da Angst. Ich zeige euch mal, wie man das näht. Das ist eigentlich nur eine Kordel oder ein Stück Schnur innerhalb von einem Baumwollstoffband. Das einmal abgenäht, aber das gibt einen schönen Flair. Das wird so weit geschnitten von der Breite her. Auch diese 12 cm hier. Und hier nähen wir entlang der Naht. Da ist schon mal eine Naht vorgegeben. Ihr könntet aber auch zweimal drüber nähen. Immer mal ein bisschen eine Einsicht und die Nähfüßchen zeige ich euch auch noch dazu. Also nehme ich das Maß von zwei Stück, schneide die mit einer ganz normalen Schere ab. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich zeige euch beide Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, erstmal hinnähen. Zum Fixieren und dass es nicht wegrutscht hier. Oder auch gleich drüber tun, die rechte Seite trifft die rechte Seite und dann einmal nähen. Fixieren würde ich das auf jeden Fall mit Nähklebeband, wenn ihr euch einmal so ein Band, so eine Rolle kauft, die hält ewig. Ich benutze wirklich auch viel und gerne. Meine Nadel hat da noch nie Probleme gehabt. Es gibt aber auch spezielle Nadeln dafür, kann ich euch auch verlinken. Das könnt ihr auftragen und es ist auch wieder leicht zu entfernen. Das werden wir später auch noch, wenn wir diese kleine Henkel, diese Halterung annähen, auch benutzen. Ich verwende hier den ganz normalen Nähfuß und ich steppe hier einfach die Naht, die hier mir angezeigt wird, einfach entlang. Das ist also die erste Option, eben erstmal annähen und dann rechte auf rechte Seite, schöne Seiten treffen sich und dann näht ihr nochmal das Innenstück quasi nochmal hin, dazu einfach die Ecken aufeinander. Das sollte natürlich hier die gleiche Größe haben und ihr könntet auch mit dem Reißverschluss Nähfüßchen. Also dadurch, dass das hier dicker ist, platziert sich das schon natürlich auf linker Nadelstelle, nicht auf Mittel. Ich nähe lieber mit dem normalen Nähfüßchen auf Mittelstellung. Ihr könntet aber auch nochmal mit einem Trickmarker hier nochmal eine Linie ziehen, aber das wird eigentlich schön gerade und dadurch, dass dieses Paspelband eben so dick ist, tut sich der Nähfuß auch gut fügen. Also das werdet ihr sehen, dass das eigentlich ganz gut klappt, selbst wenn es ein bisschen noch rausschaut, es wieder nach innen geklappt. Und das müssen wir zweimal machen. Ihr könntet aber natürlich, wie es jetzt ich auch gemacht habe, was ein bisschen schneller ist, das auf einen Ratsch machen, das heißt Klebeband drauf, dann kommt erst einmal dieses Paspelband dann drauf und dann nochmal rechts auf rechts natürlich der schöne Stoff und dann wird es einmal runtergenäht. Das Paspelband hat auch keine Vorder- und Rückseite und die Seite mit der Kordel, die zeigt nach oben, so wie ihr das jetzt im Bild seht. Falls ihr Probleme habt, einfach hinten etwas dickeres auch unter den Nähfuß, dann schubst es weg und dann geht euch das ganz einfach von der Hand und zieht nicht irgendwie den Stoff irgendwie unten rein. Nähe ich jetzt hier einmal, aber ihr könnt jetzt hier auch nochmal nachnähen, falls das Ergebnis nicht so schön ist. Also einfach mal auseinandernehmen, mal prüfen und wenn es irgendwo noch mehr rausschauen sollte, dann nochmal nähen. Jetzt nehme ich die Zickzackschere und schneide jetzt halt diesen mittleren Part ab, aber nur diesen mittleren. Zickzackschere ist halt gut, weil dann brauche ich nichts einschneiden beim Wenden, sonst müsstet ihr das halt nochmal einschneiden.
falls ihr keine Zickzackschere habt. Jetzt habt ihr zwei gleiche Teile. Wichtig ist jetzt, dass wir das aufeinander legen und dass die Paspelbänder aufeinander treffen. Hier. Dann sieht es nämlich schön aus. Einen Clip setzen, rundherum feststecken und dann nehmen wir das ab mit einer kleinen Sache noch, und zwar der Wendeöffnung. Die bleibt hier offen, die mache ich auch großzügig, weil es doch recht groß ist, was jetzt da durchgezogen wird. Ihr könnt euch gerne auch anschauen, wie ich das vom Abstand nähe. Ich nehme hier Mittelstellung und habe mir das so angewöhnt, dass ich das jetzt auch so in dem durchsichtigen Bereich auch ist. Also es ist nicht ganz Nähfüßchen breit. Meistens so 0,5 cm, sonst ist ja 0,7 cm. Ich mache meistens 0,5 cm. Bis zur Wendeöffnung wird dann genäht. Also man fängt ja immer an am Anfang der Wendeöffnung und hört dann auch wieder auf. Bitte dann mit einer Zickzackschere, falls ihr die daheim habt, einmal ringsrum abschneiden. Die Wendeöffnung wird hier ausgespart, also diese nicht zurückschneiden. Wenn ihr euch einmal so eine kauft, ist eigentlich recht gut. Es gibt ganz teure, ich habe jetzt so eine mittelteure, dann müsst ihr halt nichts einschneiden. Falls ihr das doch macht, bitte dann einschneiden. Hier seht ihr, da haben wir es festgenäht, das könnt ihr auch jetzt wegschneiden. Aber bitte nicht in die Naht, die wir gerade genäht haben. Ich habe es ein bisschen großzügiger gemacht, also es geht sehr gut über das Eiertöpfchen auch drüber. Da könntet ihr aber das natürlich anpassen oder es auch mit Papier. Ich habe es erst mit Papier gemacht, habe es einmal rumgenäht, habe es mal drüber gesetzt, habe dann noch einen Zentimeter Puffer gelassen. Ich schreibe euch aber gerne auch unten meine Größe von dem Eierbecher auf. Da könnt ihr mal schauen. Aber ich denke, wir werden das mehr als Ofenhandschuhe benutzen. Ich werde jetzt das wenden, einmal reingreifen in die Wendeöffnung. Am besten immer da den Zipfel, also die Spitze, dann durchziehen. Und dann einmal schön ausformen. Das macht ihr am besten mit so einem Ecken- und Kantenformer. Der hat nämlich auch so eine runde Seite. Und da könnt ihr richtig gut ausformen. Ich zeige euch jetzt noch mehrere Optionen, auch mit Bändchen noch und mit Knöpfen und was für Varianten das es gibt. Eigentlich steht er ja ganz gut so und passt auch gut drüber. Falls ihr einen eigenen Eierwärmer machen möchtet, das Prinzip bleibt ja gleich, sollte der immer leicht runtergehen und raufgehen. Jetzt hat man auch keinen Spaß an diesem Eierwärmer. Aber er sollte trotzdem, ich tue mal kurz das Ei weg, dass da nichts runterfliegt, wenn ich das jetzt mal um 180 Grad drehe. Falls ihr das dreht und schüttelt, dann muss er eigentlich hier noch Platz zwar haben, aber nicht mehr runterfliegen. Ja? Dann ist er perfekt. Um einen besseren Tragekomfort zu erzielen bei diesen Ofenhandschuhen, wäre es besser, wenn die zusammen wären. Keine Plastikclipser nehmen, sondern ihr nehmt bitte Jerseyknöpfe, also die habe ich jetzt verwendet, oder auch andere, die nicht aus Plastik bestehen. Dazu suche ich mir jetzt die Mitte. Und Barrio-Zange ist eigentlich super, muss man daheim haben. Die sind spitze Dinger immer am besten mit der Schere, dass sie euch nicht wehtut. Diesen weißen Teilen sind Uni. Also je nachdem, wo es reinsteckt, ist egal. Und die Seite mit den Zacken, die kommt immer in den Handschuh, dass außen natürlich der Druckknopf ist. Das ist wichtig. Geht auch relativ schnell. Hier haben wir halt das Problem, dass man es sieht. Es hält auch gut. Es passt auch von der Dicke her. Ich mache dann noch mal einen zweiten. Jetzt kommt dann das Gegenstück. Also das, was man jetzt außen sieht, das wird immer reingedrückt in die Variozange. So kann man sich es eigentlich gut merken. Also kommt die Blume, die drücke ich jetzt so rein. Also die kommt jetzt rein. Alles, was hier reindrückt, das sieht man dann auch für draußen. Irgendwann hat man es dann wirklich auch drauf, falls ihr das noch nicht so oft gemacht habt. Bitte eine Schere dann wieder nehmen, dass ihr euch nicht verletzt. Diese Zacken sollten nicht verbogen sein. Falls ihr da einen habt mit verbogen, wegschmeißen. Das macht euch alles kaputt. Ins Innere kommen wieder die Zacken rein. Außen kommt dann das Gegenstück. Dann ist das auch fest. Also es hat bei mir auch wirklich gut gehalten. Aber ich glaube, nochmal eine Thermolanschicht hält es nicht aus. Dann könnt ihr das zusammendrücken. Und dann habt ihr auch den perfekten. Und es hält auch gut und ihr könnt es auch gut greifen. Also die sollten schon zusammen sein. Und wenn ihr dann keine Lust mehr habt oder mal ein Eierwärmer braucht, dann macht ihr einfach zack und dann habt ihr zwei Eierwärmer. Das Problem ist aber, man sieht es innen drin. Jetzt wollte ich euch nochmal zeigen, wie man den Aufhänger macht. Das macht ihr eben, wenn ihr dann das Thermolan festnäht. Dann nehmt ihr euch einfach ein Stück Gummi oder ein Stück Schnurband, je nachdem, was ihr daheim habt. Das sollte halt auch waschbar sein. Und die zeigt immer nach innen die Schlaufe. Das ist ganz wichtig, dass die innen liegt. Ich nehme da auch immer das Klebeband und fixiere auch nochmal innen drin,
die Schlaufe, dass die nicht eingenäht wird. Weil wenn ihr jetzt gerade kein so ein Gummi habt, sondern irgendein Band, dann legt sich das halt gerne mal links und rechts und dann näht ihr das ein und sagt, oh Mist, jetzt habe ich es eingenäht. Das Klebeband kann man jederzeit entfernen, das zeige ich euch dann auch nochmal. Hier ruhig ein bisschen öfters um den Gummi auch rumnähen. Und dann später wird es dann auch so gebogen, dann liegt es natürlich auch außen. Knappkantig, da könnt ihr auch einen größeren Stich, wie gesagt, einstellen. Und hinten könnt ihr auch das, wie gesagt, jetzt nehmen. Das ist wirklich ein guter Tipp, weil ja, das mag die Maschine nicht so dick. Oder ihr nehmt auf jeden Fall einen Obertransporter. Hatte ich auch da, aber war ich zu voll, den einzustellen. Bei der Variante habe ich es jetzt so gemacht, dass man es eben nicht sieht. Wenn ihr die Ofenhandschuhe macht, das Knubbelding kommt da rein. Unten kommt dieses Teilchen. Am besten dann mit der Schere, soll sich auch drehen lassen. Und dann messe ich das aus. Dazu einfach die Mitte ermitteln und ungefähr 1 cm nach oben vom Band. Selbstverständlich könnt ihr auch über die Wendeöffnung reingehen und den Druckknopf befestigen und hier nochmal, dass das Klebeband auch ganz einfach weggeht. Zupfe ich weg, dann ist das nicht eingenäht und jetzt kann ich das aufhängen. Ich finde, ein Aufhänger reicht auch, wenn das zusammengeklippt ist und ich würde das auch vorzugsweise so aufheben, weil der eine verschwindet ja immer irgendwie, ne? Und so habt ihr dann ein Pärchen dazu. Wir haben jetzt hier auch einen blauen und einen grünen. Ich liebe das ja auch, wenn man Sachen praktisch hat und 2-in-1 Sachen sind eh immer ganz cool. Wir verlosen auch ein Set. Ich habe eben noch Thermolan und auch von diesem blau-grünen Stoff und dem Bärchen was übrig. Also wenn ihr Abonnent seid, folgt mir gerne auf YouTube und auf Instagram. Schreibt einen Kommentar, dann nehmt ihr auch teil an der Verlosung. Vielleicht habt ihr noch eine Idee mit Reststoffen, was man da machen kann. Bitte gerne in die Kommentare. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Wie gesagt, folgt mir auch auf Instagram. Ich würde mich wirklich freuen. Da gibt es nämlich immer die Vorschau. Und jetzt blende ich noch ein, wer gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal und es ist schon bald. Tschüss!